Der LKW, Frau Bürgermeisterin. Auf die Minute. Da bin ich mit unserem neuen LKW. Frank Honey, der Held der Stunde. Bahn frei. Honey! Willkommen zurück zu Lego City Undercover. Wir schnappen uns direkt mal ein Fahrzeug und fahren zu unserem nächsten Einsatzort. Denn der liebe Frank wurde gekidnappt mitsamt einem LKW. Und das nicht irgendein LKW, sondern ein LKW der Polizei. Also schnell hinterher zum nächsten Einsatzort. Und wie ihr wisst, haben wir in der letzten Folge Kung Fu trainiert. Wir können also Kung Fu, falls das nächste Mal Rex Fury uns wieder mal eine Abreibung verpassen möchte. Wir sind bereit. Okay, also gut. Es geht hier nach unten an den Strand. Denn hier irgendwo soll sich dieser LKW befinden. Und? Wow. Oh, da vorne steht der LKW ja. Jetzt sehe ich ihn auch. Also, zum Einsatzort. Da ist er also. Hey, bist du da drin, Frank? Ja! Bist du das, Chase? Bist du hier, um mich zu retten? Psst! Johnny, hol den Rest der Truppe! Und sag Mr. Chan, dass wir Besuch haben! Die sind noch in der Nähe. Wir sollten leise sein! So viel zum Thema leise sein. Na, vielen Dank auch, Frank. Na gut, dann komm mal her. In der letzten Folge haben wir Kung Fu geübt. Also wird das hoffentlich ein Kinderspiel sein. Und zack. So, hier sind die Handschellen schon mal drauf. Kämpfst du etwa da draußen? Ja, Frank. Wir kämpfen hier draußen und es ist gar nicht mal so einfach. Es sind echt viele. Wow, komm her. So, na? Geht es dir gut, Chase? Ja, Frank, mir geht es gut. Versuch mal aus dem LKW rauszukommen und hilf mir lieber. Das wär's dann erstmal. Oh weia, da kommt Verstärkung. Das hat uns gerade noch gefehlt. Also gut, dann müssen wir wohl weiterkämpfen. Na, kommt her. Wir haben keine Angst. Wow. Na? Jetzt habt ihr keine Chance. Und weg mit dir. So, euch nehmen wir gefangen. Und auf die Kanister. Perfekt. Puh, habt ihr den Trick gesehen? Kommt her, wenn ihr euch traut. Wow, das war gar kein schlechter Schlag, aber nicht gut genug, um mich aufzuhalten. Puh. Den hätten wir fast ins Wasser geschleudert. Na komm schon. Hier direkt in die Krabben. So. Und was ist mit dem da unten? Komm hier hoch, wenn du dich traust. Und pow! Sehr guter Schlag. Perfekt. Schnell zurück zum LKW. Los jetzt! Wenn du Gas gibst, schaffen wir es noch zur Enthüllung. Mir reicht es schon, das hier zu überleben. Und ich dachte, ich hätte keinen Ehrgeiz. Oh weia. Hoffentlich schaffen wir es. Ich will Ellie nicht enttäuschen. Einer der Typen erwähnte einen Chan. Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte, Frank? Ah, er meinte wohl Chan Chuang. Der ist neu in Lego City, aber schon Inhaber des größten Chop-Shops der Stadt. Ich hoffe, er kann kochen. Ein Chop-Shop ist kein Imbiss, sondern eine illegale Werkstatt, Frank. Oh, dann kann ich die Reservierung wohl stornieren. Dieser Chan steht sicher in Verbindung zu Rex Fury. Na, ziemlich eng hier. Die wollen es also aufhalten. Chans Leute. Na komm schon, wir müssen sie irgendwie abhängen. Das ist ja wie auf der Achterbahn. Bloß ohne das blöde Anschnallen. Habt ihr das gesehen? Das haben wir sehr gut gemacht. Frank, du solltest dich vielleicht doch besser anschnallen. Ich schau nicht hinten nach, denn hier ist ein Haufen Zeug aus den Schränken gefallen. Okay, halt dich gut fest, Frank. Denn wir werden jetzt fliegen. Nicht verfolgen. Wäre das eine Riesengaudi. Oh, weia. Ah, eine Straßensperre mit Chans Leuten. Aber nicht mit uns. Wow. Und dann schnell zurück, bevor ein Zug kommt. Ich habe auch mal bei meinem Camper den Temporegler aktiviert und dann hinten ein Nickerchen gemacht. Wenn wir so weitermachen, kommen wir gut durch. Oh nein, Chans Leute sind hier. Weg da. Wir müssen ihn irgendwie verdrängen. Ah, komm schon.
Gib auf! Ah, weg mit dir! Ich bin gerade mit dem Kopf auf den Schrank geknallt. Das ist nicht lustig, Frank, wenn du mit dem Kopf gegen einen Schrank knallst. Also, schnell weg. Ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Nein, da ist er wieder. Gar nicht mal so einfach. Komm schon. Jetzt haben wir ihn. Ist das Ding hier Vollkasko versichert? Der Hinweis an euch, wenn euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Nicht schlecht, Chase. Kannst du an der Ecke da vorne mal anhalten? Ja, wir werden da vorne anhalten, Frank. Warum auch immer. Macht es dir was aus, wenn ich jetzt fahre? Ellie soll sehen, dass man mir vertrauen kann. Na gut. Genieß den Augenblick des Ruhms, Frank. Ha! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, Marion. Ich muss die Brücke heute Nachmittag wieder eröffnen. Wo bleibt der LKW? Als ob mich Ruhm und Ehre interessieren würden. Mein Publikum. Der LKW, Frau Bürgermeisterin. Auf die Minute. Da bin ich mit unserem neuen LKW. Frank Honey, der Held der Stunde. Bahn frei. Honey! Sorry, Ma'am. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Hey, Chief. Danby? Honey? Waffeln? Was spielen wir? Na, was haben Sie denn erwartet mit Frank als Fahrer? Das ist alles Ihre Schuld, Marion. Wow. Chase, ich brauche gute Neuigkeiten. Hast du Rex Fury gefunden? Tja. Na, wie hättest du ihn finden sollen? Der Chief hat dich doch vom Fall abgezogen. Ach, tatsächlich? So kann man das nicht sagen. Stimmt's, Chase? Nein. Genau. Ich wollte ihn nämlich verdeckt einschleusen in Chang Chuangs Gang? Der hängt übrigens mit Rex zusammen. Ja. Das war schon kaputt, als ich ankam. Kapitel 5. Undercover. Frank, Ellie, versteckt ihr euch hier unten? Tun wir. Ich gehe Danby so gut wie möglich aus dem Weg. Und ich habe eine Spinne gesehen. Keine Ahnung, wie wir aus der Sache rauskommen sollen. Ich sehe da kein Problem. Meine Eltern kommen für den Schaden auf. Wie immer. Hä? Die sind steinreich. Das wisst ihr, oder? Ihnen gehört das Hotel in Paradise Sands. Oh. Jetzt wird mir alles klar. Jedenfalls, Chase wird verdeckt ermitteln und braucht neue Klamotten. Na, Glückwunsch, Chase. Hey, klasse. Freigeschaltet. Ein neues Outfit. Genauer gesagt, Chase McCain. Verdeckt. Super. Cool. Hey, sieh mal einer an. Ich erkenne dich ja kaum wieder. Ja. Wer ist eigentlich dieser komische Typ hier? Okay. Ich versuche da mal in Chans Gang reinzukommen. Hoffentlich wurde die Brücke zur Hauptinsel wieder geöffnet. Viel Glück dabei, Chase. Das war Chase? Yo, Frank. Dass er uns nicht erkannt hat. Oh, weia. Komischer Typ. Okay. Dann wollen wir mal mit dem Infiltrieren der Gang beginnen. So, dann machen wir uns mal bereit. Und suchen Chang's Gang. Mit diesem Auto werden wir nicht als Polizist erkannt. Ich denke mal, das ist ein gutes Auto, um verdeckt zu ermitteln. So, ich zeige euch mal was. Und zwar, wenn man hier in einer Kette vieles kaputt macht, wie zum Beispiel die Straßenlaternen, kann man das Auto einfärben und bekommt dadurch mehr Stats. Momentan kriegen wir doppelt so viele, jetzt dreifach so viele. Ich versuche das mal auf 5 zu erhöhen, denn wenn wir mal 5 bekommen, ich hoffe, denen geht's gut. Färbt sich nämlich unser Auto Regenbogenfarben. Das möchte ich euch gerne demonstrieren. Mal gucken, ob das funktioniert. Ah, super. Seht ihr das? Das ist super lustig. Okay. Es tut mir leid. Wir wollen euch gar nicht stören hier auf dem Gehweg. Oh, die Armen. Die müssen alle wegspringen. Okay, perfekt. Hier irgendwo muss auch Chans Gang sein, oder? Ich hoffe, wir sind richtig.
einfach mal weiter. Das muss ganz in der Nähe sein. Hier in diesem Bereich waren wir übrigens noch nie. Sieht richtig schick aus. Ah, da vorne ist der Einsatzort. Okay. Schlägt sich auf die Prozente nieder. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. So, mal sehen. Hi Chase, da du jetzt verdeckt ermittelst, hat dein Kommunikator eine neue Zusatzfunktion erhalten. Eine Aufnahmefunktion? Damit ich film-noir-mäßige Monologe halten kann? Nein. Enttäuschung stieg in mir auf. Aber ich ließ die Lady ausreden. Es ist ein Audioscanner. Richte ihn einfach auf ein Fenster, um zu hören, was in dem Raum gesprochen wird. Du musst ihn aber von einem erhöhten Punkt aus einsetzen. Er könnte sich als nützlich erweisen. Ich dankte der netten Lady und trat in die Nacht hinaus. Es ist hell draußen. Viel Glück, Chase. Okay. Super, freigeschaltet. Audioscan. Ich sollte sehen, ob ich irgendwo Hinweise mithören kann. Jetzt können wir den bösen Räubern mal ein wenig auf die Pelle rücken und ihre Gespräche abhören. Was riecht da so? Okay. Dann suchen wir erst einmal irgendwie einen Weg, um da nach oben zu kommen, damit wir eine bessere Sicht haben. Und vor allem auch besser aufnehmen können. So, mal sehen. Oh, was ist denn hier zu sehen? Schauen wir mal kurz rein. Ah, ein Superstein. Okay, gar nicht mal so schlecht. Können wir sicherlich später gut gebrauchen. Aber wie kommen wir hier hoch? Hier muss es irgendwo einen Weg geben, damit wir das Gebäude erklimmen können. Vielleicht bin ich schon dran vorbeigelaufen, hab's nicht gesehen. So, Moment mal. Wir laufen nochmal um das Haus herum. Irgendwo muss doch hier etwas sein. Ah, hier. Perfekt. Dann klettern wir mal hoch. Super. Und von hier drüben? Da ist nichts, okay? Und hier drüben müssen wir irgendwo den Audioscan einsetzen können. Okay, jetzt geht's noch hier nach oben. Und schwupps. Okay, jetzt müssen wir vorsichtig hier dieses Seil hier entlang laufen. Oh, schön ausbalancieren. Bloß nicht herunterfallen, Chase McCain. Immer schön mit der Ruhe. Und da vorne aktivieren wir jetzt den Audioscan. Ich bin mal gespannt, worüber sie reden. So, dann richten wir mal das Wii U Gamepad in diese Richtung. Und, was hören wir? Einmal die 7 mit Peperoni und Pilzen bitte. Und dazu hätte ich gerne eine Flasche Cola. Oh, okay, das war, glaube ich, das falsche Gespräch. Wie wär's mit den Personen? Warum ich dich anrufe? Du bist spät dran fürs Vorstellungsgespräch. Wo steckst du? Komm sofort zu Chans Limousinenladen. Beeil dich, Mann. Glaubt man das? Dieser Bucky Butler? Das ist der, der in die Gang will? Genau, treibt sich bei der Galerie rum. Naja, da gibt's eine Menge toller kubistischer Skulpturen. Was meinst du mit kubistisch? Interessant. Bucky Butler, woher kenne ich diesen Namen? Ich habe ihn hochgenommen, vor 2 Jahren. Ich sollte an seiner Stelle zum Vorstellungsgespräch gehen. So komme ich vielleicht in die Gang. Das ist eine gute Idee. Wir geben uns einfach als Bucky Butler aus. Und damit haben wir die Chance, da in die Gruppe zu kommen. In die Gang von Chan. Ob wir da wohl weitere Informationen bekommen? Gerade über Rex Fury? Das könnte sich als wirklich sehr, sehr nützlich erweisen. Wir sind gespannt. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn ihr die nächste Folge sehen möchtet, klickt einfach auf rechts oben. Rechts unten, wenn ihr etwas anderes sehen möchtet. Wird euch bestimmt auch gefallen. Die Links dazu gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, unbedingt abonnieren. Sonst verpasst ihr was. Tschüss.